ein Speer nimmst, dann kein Schild mehr tragen kannst, du Affenkind. So, ich habe gesagt, also ich weiß, dass jetzt hier hochgeht, bla bla bla, Moment. Kommt ja alles von der Story so. Hier. Ich sag mir jetzt, ich bin Sonja, das Village ist unter Attacke. Ich weiß nicht, die ganzen Details, also solltest du besser Eleanora sehen. Bestimmt eine heiße Braut, if you are, oder sowas für ihn. Dann solltest du dich zwischen die Statuen stellen und nach oben gucken, dann findest du sie. Ne, alles klar, machen wir. Das war da links. Aber das wollen wir noch nicht, weil wir haben ein bisschen Angst. Weil ohne Rüstung sehen wir halt scheiße aus und dann will die uns nicht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, nee, erstmal eine Rüstung zu kaufen. So. Ja. Die ja 70 kostet, wie ich schon bereits erwähnt habe. Und was du ja hier eigentlich in absehbarer Zeit zusammenkriegen sollten. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich meine scheiß Elixierkacke verbraucht. Und zwar in beschissenen Pilzköppen hier. Okay, hol mal wieder Mama. Komm, Mama. Mama. Mama kommt nicht. Mama ist weg. Kommt noch nicht mehr wieder. So. Okay, 3 Gold. Jetzt brauche ich noch einen. Hier. Okay. Und genug Gold für einen bisschen Rüstungskauf. Okay, alles klar. Wollen wir haben? Zeig mal her. Du hast ein scharfes Auge, das ist eine Kettenrüstung. Gib mir 70. Ja, bitte, danke. Alles klar, dann gucken wir mal. Und die kaufen wir. Amorisieren. Irgendwie verändert sich da rechts nix, links nichts. Also, was bringt mir das, dass ich jetzt diese Rüstung habe? Anders aussehen tue ich auch nicht. Hm. Naja, affig. Egal. Dann gehen wir mal hoch. Und dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Weil ich dann schlafen gehe. So. Hier ist keine Eleanora. Ah, hier ist eine Eleanora. Hallo. Ich bin Königin Eleanora. Ich möchte mit dir schlafen. Die Monster kommen aus einem, aus einer Höhle, genau hinter unserem Dorf. Kannst du uns helfen? Nimm Priscilla mit dir. Sie ist in der Lage, dir zu helfen. Denk dran, dass du, wenn du einen Fuß raussetzt, Priscilla wieder zu mir zurückkommen wird. Also, komm wieder zurück, wenn du Hilfe brauchst. Bla. Okay. Das soll dann für heute genug sein und, okay, die haut irgendwie auf die Pilze ein, alles klar. Und ich melde mich dann wieder zurück. Also, ciao, ciao. Bis dann, euer Igel. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Wonderboy in Monster World. Wonderboy 5, whatsoever. Genau. Und ich habe jetzt gerade die Tusse da bekommen, die damit durch die Gegend läuft und alle auf die Fresse haut. Das ist total genial. Ich probiere jetzt mal was und zwar so, dass... Ach, das werdet ihr dann schon sehen. Und wenn es nicht klappt, sage ich jetzt lieber nichts. Ich gehe jetzt in den Wald, ins Monster Cave 1. Das heißt also, ich mache mein erstes Dungeon, weil ich dann irgendwie, was ich auch immer will, auf jemanden auf die Fresse hauen kann. So. Nein, mein Geld, nein! No! Pilzköpfe, yo! Das erinnert mich voll an Secret of Mana hier, ey, das ist voll genial. Na, du blöder Dreckschwein-Schwanz. Oh Mann, ey, das ist ja schlimmer als Mega Man, die kommen nicht nur wieder, wenn man aus dem Bild geht, die kommen auch wieder, wenn man nicht aus dem Bild geht, das ist totaler krasser Scheiß hier. So, okay. Aber wir machen sie alle kaputt, ich komme jetzt auch langsam mit dem, ups, den wollen wir. Mit dem Timing hin. Also ich will eigentlich auch den Speer und jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt weiter und verzichte erstmal auf das Schild und den Speer? Ich würde nämlich gerne den Speer haben. Weil ich weiß, dass ich damit ein bisschen mehr Reichweite habe und das wäre sehr cool. Also hier ist das Cave. Ja, also diese Fee hat die Fähigkeit, irgendwie anscheinend Gegner auf den Kopf zu hauen. Die konnte auch noch was, irgendwas anderes, aber ich habe keinen Plan, was. Ah, Moment, ich glaube, die konnte mich irgendwie heilen oder sowas, wenn ich drauf gehe. Und sonst tut die nur so, als wenn die was macht. Weil auch wenn die da drauf geht, anscheinend passiert da echt nichts. Also, die geht da manchmal hin, aber ob da was passiert, ich glaube eher nicht. Naja, okay, da ist eine Musiktür. Da brauche ich, glaube ich, eine Flöte für. Das ist ein bisschen Zelda-like.
The door has been sealed. Die Door wurde, das, die, blub, die Tür wurde versiegelt. Mit, ja. Einer Versiegelung. Naja. Gehen wir wieder zurück. Möp, 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 möp. Okay. Und dann, ja. Ich sterbe bestimmt noch hier, ey. Aber ich brauche Geld. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Moment, ich brauche 50 plus 70, 130 Gold. Plus 10, damit ich pennen kann. Wären dann nach Adam Ries, ja, 140, sorry, ich wusste es natürlich sofort, aber ich war gerade so im Kämpfen, dass ich mich darauf nicht konzentrieren konnte, wollte, werde. Was auch immer. Ja, okay. Gut, dann haust du auch hier Pilzen aufs Maul. Ich wollte gerade sagen, ich habe das mit dem Timing raus, aber nein, ich bin immer noch genauso blöd wie vorher. Ja, ich bin genauso blöd wie vorher. Leck mir die Eier. Komm her. Komm her. Komm her. 137. Nein. Oh Gott, ich darf nicht sterben. Okay. Ich muss zum Inn. Oder heilt die mich hier? Ich probiere es einfach mal. Ich muss mal gucken, weil ich habe keinen Bock zu sterben. Ja, ist Priscilla helping you? Ist doch nicht dein Problem, du dumme Schlampe, Mann. Ich muss hier überleben, Mann. Ich wollte Hilfe von dir. Kriege ich Hilfe von dir? Nein, ich kriege keine Hilfe von dir. Oh Gott! Nein! Nein. Ich muss durchkommen. Oh Gott, nein. 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 Oh Gott, ich habe Angst. Vor dem Kleinen hier habe ich Angst. Okay. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Ja. Komm her. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Okay. Uhuhuhu. Ja, das Speichern funktioniert irgendwie nicht, habe ich mitbekommen. Ich habe jetzt probiert mal zu laden an meinen Originalspeicherstand. Das heißt, ich bin auf meine Save States angewiesen, die ich jetzt in zwei folgenden Fällen natürlich nur setzen werde. Und zwar erstens, wenn ich speichere. Und zwar nehme ich da den. Hallo und herzlich willkommen zurück. Entschuldigt, dass jetzt gerade so ein harter Cut war. Ich habe aus Versehen auf die Ladentaste gedrückt. Also nochmal, wenn ich speichere. Darf ich spielen bitte? Danke. Dann tue ich das auf Speicherstand 1, wenn ich an einem Inn speichere, weil das irgendwie nicht richtig speichert, so ingame-mäßig. Das simuliere ich dann also damit. Und zweitens, wenn ich aufhöre zu spielen, das heißt also, wenn ich mein Let's Play für den Tag beende und was anderes mache, meinetwegen, was weiß ich, schlafen zum Beispiel oder was auch immer, dann, speichere ich auf Speicherstand 0 natürlich. Aber sonst nichts, was unfair wäre. Okay, gut, also dann haben wir einmal den Small Spear für 80 Gold, den ich haben möchte. Dankeschön. Und das Wurzschild, Holzschild für 50 Gold. Und das nehme ich auch mit, danke. Und dann nehmen wir mal den Small Spear. Hat sich meine Attacke jetzt geändert? Oh ja. Das ist ja mal der Hammer. Hätte sich beim Schild auch mein. Das muss ich jetzt wissen. Ich möchte wissen, ob sich beim Schild. Ah ja, hätte sich, okay. Ah ja, okay. Gut. Ja. So. Wie ich ja zufällig weiß, brauche ich eine Flöte, die ich hier be. Wo ist meine Tuss? Meine kleine Fee ist weg. Das ist ja blöd. Die muss ich mal neu holen oder was? Dann hole ich sie mir neu. Gehen wir mal eine Priscilla mit. Brr, the monsters come from the cave. Und dann haben sie uns auf die Fresse gehauen. Da kam Priscilla mit, you. Dank dran, dass du, wenn du aus der See rausgehst oder aus der Höhle, dass sie dann abhaut, weil sie keinen Bock drauf hat, irgendwo anders rumzulaufen. Dankeschön, dass du Penner hier warst. Tschüss! Und ein paar Pilzen aufs Maul hauen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Speer, der einfach richtig doll reinhaut. Du brauchst die Ocarina. Und ich meine, jeder, der Zelda gespielt hat, weiß, was das ist. Eine Flöte. Um die Höhlentore zu öffnen. Aber ich habe sie verloren. Irgendwo im Kaff. Im Kaff. So. So, jetzt ist sie allerdings da im Kaff. So, denke ich mir mal. Mums.
Hoffe ich doch mal. Eben gerade war sie zumindest nicht da. Ich finde es eigentlich besser, wenn die Gegner früher sterben, als wenn sie mich länger treffen können, weil das ist ja irgendwie Quatsch, ne? Gut. Ja, und immer auf die Fresse. Aber ich will die nicht raus, ich will nur das Geld haben. Weil ich weiß, dass ich Geld immer gebrauchen kann. Und, ups, ich hab immer ins Gesicht, ihr kleinen Penner. Hier ist sie doch. Na, jetzt liegt sie da plötzlich rum. Ja, dann nimm sie doch mal. Ja, ah, ich muss nach oben drücken, um meine Ocarina zu aufzuheben, die auf dem Boden liegt. Natürlich. Völlig normal, weißt du? Klar, wenn ich mein Zimmer sauber mache, dann nehme ich mit dem Staubsauger auch an die Decke. Ist gar kein Ding. Ja, es ist...